Ich glaube, das war der letzte Stinkmüll. Jetzt ist wieder alles blitzblank. Gute Arbeit. Bitte nimm den mit am Ende zurückkehrst. So, ich wette mir, gleich kommt irgendein Boss oder so. Das war einfach zu simpel, der Job. Oder ich will unbedingt einen Boss haben. Kann auch sein. Nein, das war's. Ah, vielen Dank. Jetzt sind die Kanäle wieder sauber. Dank dir. Hier ist deine Belohnung. Ich weiß, das ist nicht viel, aber bitte nimm es an. Ja, das geht doch. Danke für deine Hilfe. Man sieht sich. Kanal putzt. Okay, damit haben wir das. Ah. Speichern, ja. Können wir zurückfahren. Und anscheinend hat dieses Projekt, Mike, Devil Inside, Markus Bull, dieses Projekt. Aber sehen wir mal, vielleicht kommen da noch mehr Aufrufe. Das sind die Quests. So viele kennen dieses Spiel auch nicht. Ich führe eine Katastrophenschutzkampagne durch. Ich suche jemanden, der mir werden, ja. Der Brücke, Mamoru. Ich habe mir noch viele Gedanken über den Katastrophenschutz gemacht. Ach, noch nicht so viele. Okay. Mamoru, ich weiß, wo sie ist. Also dann, viel Glück. Das ist Mamoru. Bist du derjenige, der Hilfe beim Verteilen von Flugblättern braucht? Ja, nett, ich kenn... Hat er gerade Kuckuck gesagt? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Mamoru. Ich komme aus dem Land Nippon. Und bin hier, um Kriminalität und Katastrophen vorzubeugen. Nippon. Oh, dann hast du ja eine ganz schöne weite Reise hinter dir. Ziemlich cool. Danke, hier ist das Flugblatt. Es enthält viele nützliche Infos. Siehst du mal. Okay. Bitte verteile 9 Flugblätter an den Bürger dieser Stadt. Ich muss also nur mit den Rennen und dann so. Ja, okay. Hier. Im Chaos einer Evakuierung könnten sie von ihrem Familienmitglied getrennt werden. Vereinbaren sie einen Treffpunkt und weisen sie ihre Familien an, dort vorhin hinzugehen. Okay. Kannst du mir das vorlesen? Steht da, ich soll nicht mit Fremden mitgehen? Keine Sorge, das ist mir auch schon klar, sonst was nennt man sowas nennt man gesunden Verstand. Oder tierischen Verstand. In letzter Zeit gibt es viel mehr Erdbeben als damals, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich habe da das dunkle Gefühl, dass das etwas Schlimmeres passieren wird. Okay, 3 habe ich schon. Okay, dann hier du. In Nepal nutzen die neueste Technik namens Präventionsmail. So erhält man direkt die neuesten Tipps zum Katastrophenschutz. Beeindruckendes System. Nach einer großen Katastrophe weiß man nie, wenn die Läden öffnen oder Vorsorgen eintrifft. Legen Sie daher Notfallreserven und Wasservorräte an. Gute Vorbereitung zahlt sich aus. Okay. Mal sehen, sagten Sie jemanden in Ihrer Familie Bescheid? Wollen Sie ihn? Oh, ich habe heute niemanden Bescheid gesagt. Hoffentlich macht sich Mama keine Sorgen. Das sollte man immer machen, bevor man irgendwie rausgeht. Und du hier. Diese Stadt ist derzeit sicher und man kann hier in Ruhe und kann man hier ruhig und entspannt leben. Aber wer weiß, wann die nächste Katastrophe kommt. Ich werde das Blatt gut aufbauen. Danke. Und die letzte hier. Dicke Frau. Ich habe im Radio gehört, dass plötzlich ein riesiges Monster aufgetaucht sein soll. Heißt das, eine Katastrophe kommt auf uns zu? Ich hab jetzt. Nein, müsste es sein. Oder warte, da gibt es ja noch einen Typen. Den Wächter. Den will ich auch nicht vergessen. Das nenne ich Vorbereitung. Immerhin sind wir in der Kanalstadt Spinon. Bei starken Regen besteht die Gefahr einer Überflutung. Dann muss man die Kanäle fernbleiben. Ich habe alle Blätter verteilt. Ich sehe da mal... Ja. Muss ich da. Und rauf und los. Ein paar haben ja eigentlich nur Quests gemacht. Egal, ist auch irgendwas Gutes dabei. Und Mamoru aufs Nippon. Ich bin fertig, Mamoru. Vielen Dank, Red. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Mühe. Danke. Gut, ich mache mich dann auf den Weg.
Okay, bis dann. Damit haben wir diese Mission auch geschafft. Yay, geschafft. Speichern. Okay, jetzt können wir zurückgehen. Es gibt nichts mehr für uns zu tun. Yep. Nächstes Ziel. Davrin-Insel. Gehe. Daher fliegen. Kapitel 3. Der Paladin-Clan. Okay. Riesenschiff. Musik geht da ab. Brücke. Royal Envy. Der dicke Brüste oder eine Brust. Okay, Kalua, Schatzi, dir ist klar, in welche Situation du uns gebracht hast, oder? Dein kleiner Fehler bedeutet eine ganze Menge mehr Arbeit. Die witzigste Sprache aller Zeiten. Mann, ich weiß, tut mir echt leid, Lady Opera. Es hört sich nicht wirklich so an, als ob es dir leid tun würde. Mein Handy klingelt. Lady Opera, unser Ziel scheint sich auf dem Weg zu den Daurin-Inseln zu befinden. Hervorragende Arbeit, und jetzt komm schnell wieder zu mir zurück, Hase. Wie erwünscht, ich werde unverzüglich zur Royal Envy zurückkehren. Ein so großes Schiff durch die Daurin-Insel zu manövrieren, ist glatter Selbstmord. Keine Sorge, Schatzi, ich werde dir ihre Cola aussenden. Apropos, das schön. Dieser Junge, ich weiß nach wie vor nicht, was ich. Ich weiß nach wie vor nicht, was ich von ihm halten soll. Das ist für die witzige Sprache, die da sprechen. Na Popo, Popo, Io, Kuckuck. Alles kein Problem. Ich kann es noch einmal tun. Ich weiß, dass ich es kann. Das Opferritual beim ersten Mal war es schließlich auch nicht so schwer. Okay. Okay. Schon wieder mal Klingel. Red, Quellbeck ist dran. Oh, was will er denn? Im Moment arbeiten wir doch gar nicht für ihn. Ich habe gehört, ihr seid im Spinon den Kobos wieder über den Weg gelaufen. Du bist ja gut informiert, aber den habe ich in Spinon ganz schön gegeben. Und sonst? Dieses Mal bist du zu weit gegangen. Das ist kein Spiel mehr. Man sagt, sie hätten ihre Spezialeinheit auf die Suche nach dir geschickt. Spezialeinheit? Was ist denn so speziell an ihnen? Das sind die Handlanger, die Drecksarbeit für die Kobas erledigen. Ich muss es hier wissen, ich war schließlich einer von ihnen. Echt? Ja, deshalb rate ich dir, unterzutauchen. Ah! Was war das? Ah! Hä? Doch nicht etwa. Da bist du ja, Zuckerschnitzchen. Los, rück den Kristall raus. Der Stahl funktioniert nicht mehr. Oh. Das war mal getroffen, aber richtig. Mann, ich glaube, die sind abgestürzt. Ja, da sind sie. Die sind abgestürzt, reizend. Sendet die Rückholer raus. Rückholer? Ach, aua. Okay, Leute, alle, die zu verletzt sind, um die Pfoten zu heben, mal die Foto hoch. Hat jemand ein Foto gehoben? Keine Foto zu sehen. Wir sehen mir mal draußen die Lage an. Autsch. Okay. Und draußen wartet ein Rückholer. Na, jetzt kommt was Schwieriges in diesem Spiel, das Fliegen. Hey, Kreisel. Test, ist das Ding an? Seid ihr sicher, dass es mich verirren kann? Drück den Kristallsteiner raus, oder du wirst ein blaues Wunder erleben. Versuch's doch, wenn du kannst. Und noch mehr? Was jetzt?
Das sind zu viele und es werden immer mehr. Diese fliegenden Maschinen werden anscheinend von Kontrollschriften ausgesteuert. Wo sind sie und wie kommen wir an sie voran? Wir brauchen einen Plan. Komm zurück auf die Asmodeus. Asmodeus! Kurz gesagt, die Asmodeus ist kaputt und wir sitzen hier fest. Ich habe Diamondo kontaktiert und ihn gefragt, ob er kommen könnte, um sie zu reparieren. Aber er ist gerade im Stress und kann nicht sofort herkommen. Oh Mann. Wir müssen die Kontrollschiffe zerstören, sonst zerstören diese Flugviecher uns, bevor er hier ist. Ja, aber wie soll ich denn diese Kontrollschiffe herankommen? Ich habe den Dark auf seine Flugform gestellt. Du kannst ihn fliegen. Jetzt kommt die Kacke mit dem Fliegen. Ich hatte immer Probleme. So sieht aus, wenn er fliegen kann. Ich hatte solche Probleme mit dem Fliegen. Die Steuerung der Flugform ist ein bisschen anders. Sei also vorsichtig. Es gibt insgesamt 3 Kontrollschiffe. Folge den Pfeilen. Es bringt mir nichts, diese Kleinen hier zu zerstören. Ich muss die Kontrollschiffe finden und sie so schnell wie möglich ausschalten. Ja, ansehen. Halte den B-Knopf gedrückt, um die zu finden. Ich drücke vorwärts und nach oben, um ja. Drücke das Steuer kurz nach unten, um die Höhe zu gewinnen. Und nach oben, um Höhe zu verlieren. Jedes Mal, wenn du Select drückst, wird die obere Untersteuerung inventiert. Halte R-Taste gedrückt, um die Nutzung der Steuerkreuz um dich umzusehen. Drücke R-Taste zweimal, um die Kamera wieder hinter sich zu bewegen. Du kannst dich nun umschauen, wenn du auf dem Boden oder... ja. Okay. Drücke beim Fliegen die R-Taste, um einen Turboangriff auszustrecken. Ja. Okay. Ja, komm. Das ist eine der Flugschiffe. Wir müssen die jetzt zerstören. Okay, die... Komm mit Raketen. Verdammt! Das passiert, wenn man keine Energie hat, dann landet man auf den gleichen Punkt wieder zurück, wo man davor war. Hier, friss deine eigene Rakete. Weg, Eier, komm, Rakete. Und weg. Missschleuder ist jetzt bestätigt. Das war das erste Kontrollschiff. Bleiben noch 2. Okay. Damit kann man echt besser steuern. Okay. Wo zeigt der Pfeil? Pfeil, wo zeigst du? Der Treibstoff reicht nicht mehr. Nein! Wenn eine Boostleiste abläuft, verlierst du an Höhe. Lande, um sie wieder aufzufüllen. Ja, würde ich ja gerne, aber ich lande in irgendwann Kack. Okay, komm. So. Okay. Was ist da oben? Was wollt ihr eigentlich von mir, ihr Wichser? Okay, da ist das komische Ding. Hey, Wasser.
frisst dann eine. Scheiße. Komm, Raketen. Jetzt friss. Komm mit Raketen an. Glück gehabt. Jetzt frisst deine eigene Maschine hier. Friss. Okay. Nein, warte, nur eines Tages kriege ich dich. Nur noch eins, Red. Ich weiß, als ich das zuerst mal gespielt hatte, ich habe ziemliche Probleme da gehabt. Okay, Treibstoff. Ausruhen, damit es wieder voll ist. Ja, da ist unser Ziel, wo wir gleich hingehen müssen. Ich habe es besser hinbekommen als das andere Mal. Nein! Glück gehabt. Komm mal mit deinen Raketen, komm her. Egal, friss deine eigenen Kinder hier. Komm mit Raketen an. Hier, Rakete dahinterher noch. Scheiße, bin bald tot. Ja, ruhig, ruhig. Glück gehabt. Lady Hopper, verzeiht uns, die Rückholer wurden alle eliminiert. Das müsste das letzte Kontorschiff gewesen sein, oder? Alle Roboter, die in der Nähe des Asmodeus waren, sind zu Boden gestürzt. Perfekt, dann komme ich hier zurück. Ah, bald gibt es solche Flugmissionen. Oh, das wird so geil. Hey Oprah, der Typ ist gerade einfach so losgeflogen und greift ohne Erlaubnis an. Soll er doch. Er ist nicht wirklich einer von uns, oder? Siehst du? Er ist losgeflogen, um den Kristallstein zu holen, weil die Rückholer gescheitert sind. Aber wenn ich einwerfen dürfte, Lady Oprah, lass es gut sein. Lehnen wir uns zurück und genießen die Show. Okay, Jungs? Jetzt kommt der andere. Sein Roboter sieht richtig heftig aus. Wenn man es einmal gesehen hat. Boah. Ich bin wieder da. Gut gemacht, Rick. Komm an. Hä? Da kommt was super schnell auf uns zugerast. Hä? 3 Sekunden. Bete zum Wind. Boah. Wer ist das denn? Keine Bewegung. Beluga! Ey, ich hab doch geahnt, dass du es bist. Du lebst? Bell? Gib mir den Kristallstein. Was sagst du da? Ey, hey, eigentlich wolltest du doch mit mir kämpfen, oder? Also los. Kämpf gefälligst mit mir. Ich sag's dir zum letzten Mal, gib mir den Kristallstein. Herr, damit. Oder ich springe dieses Schiff in 1000 Stücke. Was? Du Feigling. Mach keine Dummheiten, gegen mich hättest du gar keine Chance. Ja, das hast du wahrscheinlich. Da hast du wahrscheinlich recht, aber. Ach, das stinkt doch. Red. El, gib ihn mir. Wir haben keine andere Wahl. Gib ihn mir den Stein, El. Ich weiß, dass du mithörst, Opera. Ich habe den Kristallstein. Gute Arbeit, Hase. Ich hatte nichts anderes von dir erwartet. Korvas? Du steckst mit denen unter einer Decke? Nein. Das Amulett. Kriegst du nicht. Auch noch. Nicht so laut. Das hole ich mir auch noch. Das nächste Mal. Hast du was gesagt? Nein, nichts. Ich komme jetzt zurück. Beluga. Ey. Bisschen Aufklärung hier. Wie geht es, ey? Er ist gerade rausgegangen, um einen Augenblick allein zu sein, um nachzudenken. Eigentlich wissen wir gar nichts über ihn, oder? Wäre es sehr unhöflich von uns, ihn mit Fragen zu bombardieren? Schon, aber
Das mit dem R, das ein R ist, werdet ihr schon gleich was sehen. Diamondo. Ich bin da, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Das wurde aber auch Zeit, Diamondo. Kannst du die Asmodeus reparieren? Schnell, beeil dich. Die leidet qualvolle Schmerzen. Immer mit der Ruhe. Ich muss sie mir erst mal eine Ruhe anschauen. Außerdem möchte ich auch um einen Gefallen bitten. Um welchen? Okay. Das ist gerade Part 9 und wir sind schon bei Kapitel 3. Ich möchte, dass ihr Jungs Spunde mir helft, eine Rennmaschine zu testen. Ein Rennen? Du meinst doch nicht etwa den R-Robo Grand Prix, oder? Doch, genau den. Ich repariere euer Schiff, während du meine Rennmaschine testest. Soll das ein Witz sein? Ich habe keinen blassen Schimmer vom Rennfahren. Deshalb habe ich auch einen meiner Lehrlinge gebeten, dir zu helfen. Wenn du das für mich tust, repariere ich euer Schiff da und gratis. Und? Haben wir einen Deal? Wirklich? Das wäre super. Red, die Asmodeus ist eh flugunfähig. Du könntest ihm in der Zeit auch den Gefallen tun. Stimmt, ich kann ja nicht viel ausrichten. Also gut, dann bis später. Okay. Und da sind wir. Das sieht mal doch eine Rennstrecke aus. Hey! Ja, die ist doch von Airedale. Oder nicht? Ja, ist sie. Ja, das ist sie. Was machst du denn hier? Sag mir nicht, dass mein alter Meister dich geschickt hat. Du bist Diamondes Lehrling? Naja, ehemaliger Lehrling, um genau zu sein. Möchtest du fliegen? Gib mir erstmal eine Sekunde, um alles einzustellen. Warte noch mal kurz. Kannst du noch einmal kurz warten? Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, kann ich machen, aber...